Die German Beach Tour-Zeit in München ist fürs Erste leider vorbei, aber gemeinsam mit der Allianz blicken wir nochmal zurück auf die Top 10 vom zweiten Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt. Den Anfang machen die späteren Turniersiegerinnen im Halbfinale mit dem etwas anderen Sideout. Wow. Okay. Der ist dann mal richtig gut. Und dann irgendwas eingesprungen ist in Richtung anderer Feldhälfte. Unterschätzt krasses Highlight. Ne, heftig. Ja, ich weiß, wir haben mal gesagt, ein Top-10-Clip darf niemals mit einem Fehler enden, aber lasst uns das mal vergessen und den Ballwechsel hier einfach appreciaten. Das ist der Wahnsinn. Oh, den hat David, die Abwehrkatze. Und der geht immer noch weiter. Tennisstöhner war real. Starker Pass von Philipp. Das ist ein geiler Rally. Boah, das David. Oh, schade. Und jetzt geht er ins Aus. Und München hat auch an diesem Wochenende wieder ganz besondere Momente kreiert. Der Samstagabend mit einem epischen Duell auf dem Feld und dem Löwen im Kommentar. 1, 2, 3, still on, still on. Come on, give a good set. Yeah. Overhead set is a good one. Rainbow! Rainbow! It was a nice... What a nice save by Bonivaj was. Yeah. 1, 2, and then stay calm, skyball. Yeah. And then another, that's pretty big balls to play another Skyball then. Auf der 7 sprung zurück ins Damenteilnehmerfeld mit ganz viel Sandra Ferger Magic. Ehrlich gesagt. Boah, was ist das denn für ein Kontakt? Das ist ein magischer Kontakt. Also wie denn? Gleich zweimal gab es an diesem Wochenende das Duell Samoylov-Sova gegen Hustaponivac und trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich hätte mir das noch 27 weitere Male anschauen können. Schon auch moderiert. Er geht immer noch weiter. Oh, was ist denn da? Hat der Lion King schon einmal geroart zwischendurch? Geiler Cut, Mann. Bravo. Geile Rally, wilde Rally. Das macht auf jeden Fall Bock, hier zuzuschauen. Also den erstmal, den hatte ich schon abmoderiert. Das ist bockstark, dass Philipp den relativ locker hat. Das ist sehr schnell da. Da hat sich Alex schon gefreut. Da macht Robin wilde Dinge in der Luft. Aber alles legit. Obere Abwehr, wir bleiben drin im Highlight. Und der feine Cut, sensationell. Weil es wurden Highlights gesammelt, sowohl am Freitag als auch dann am Sonntag. David, einmal waagrecht in der Luft. Philipp überlegt kurz, ob er den schlagen kann. Und der Ball ist so nass gerade. Oh, da ist das ein Schmiss hinterher. Come on, Philipp Huster. Push dich oder lass dich pushen. Der ist keine Kraft mehr, das zu pushen. Gierig. Also der Kontakt von David ist schon wieder unfassbar. Kranke Rallye. Und jetzt passt mal auf, wie Philipp da jetzt gleich zwei Etagen nach oben steigt. Perfekt antizipiert, zack, nach unten. Und endlich waren sie wieder da. Das Heimturnier haben sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Benny und Jonas zurück auf der German Beach Tour mit ganz viel Surf und Volley. Schnell abgezogen. Mhm. Der ist in dann aus. Ja. Also sogar besser, weil... Oh, es ist jetzt... Digga, wir kriegen jetzt nur noch jeden einzelnen Ball ein. Guck. Schön immer Faust raus und dann wird sich einmal eingetrümmert. Und all das, was jetzt noch kommt, ist sowieso unfassbar. Geht los mit Jonas Reinhardt. Magischer Kontakt von Jonas. Mach was Cooles, bitte. Er geht aufs Highlight. Fletchner Stepdick mit links eigentlich in die falsche Richtung unterwegs. Ja, er weiß selber nicht, wie er den abwehrt. Und dann haut er das Ding dann noch so mit... Ich liebe auch Jonas Reinhardt dafür. Dafür liebe ich ihn wirklich. Und vielleicht sollten die Ponys nach dem Wochenende mal drüber nachdenken, zum Saisonendspurt dann die Rollen zu tauschen, weil David hat ein, zwei Argumente in der Defense gesammelt. Yeah, yeah, yeah. Like Garmin, he went for a serve. Yeah. He was like too attack, quick. Like... Okay. Rally of the day. Yeah. That's so strong. David loved the crowd as well. Look. The hit. And he go for a serve. Yeah, no, he was almost on the way. Trouble. What would you say for Philipp? What are the crucial parts that are missing? That, I mean, he's still super young, so he will get there for sure. What do you mean super young? I mean, Philipp is, I think, 21? 20?
Und wenn wir schon gerade bei Defense sind, Deutschland hat in Anführungszeichen ein sehr großes, neues Abwehrtalent. Und das ist bei dem Ballwechsel bei weitem nicht das einzig Verrückte. Spielt Abwehrkapsel. Oh, weiter, weiter! Yes! Weiter! Und jetzt David stapelieren. Bitte, Philipp, geh! Ja, jetzt hol ihn, bitte stampf ihn ein, Junge! No, er will nicht stampfen. Oh, stampf doch! David, yes. Der geht immer noch Komm, weiter. Belohnt euch. Ihr müsst diesen Punkt machen. Let's go, David. Der ist dicht. Sie yes! Machen den. Sie machen den Sie und machen den ihn. Montag wieder. Und den sehen wir Montag in der Top 10 wieder ganz weit es oben. Es ist die Eins. Es ist... Oh. Der ist richtig gut, Mann. Der Junge ist 2,5 Meter. Wir haben eine neue Abwehrkatze. Wo Clemens Wickler? Wo Clemens Wickler? Kranker, kranker Punkt. Und dann auch noch der Dates-Kontakt zwischendurch. Und dann geht 27 Mal hin und her. Stimmt, der Dates-Kontakt war auch noch drin. Der macht alles dabei. Und am Ende bleibt nur noch zu sagen, München hat abgeliefert. Und zwar auf allen Ebenen. Und genau deswegen braucht die German Beach Tour auch ein, zwei Tage, um nochmal durchzuschnaufen. Dann geht's weiter in Berlin, in der Hauptstadt, mit dem letzten Tourstopp vor Timmendorf. Und bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch in der Endcard auszutoben.